Mutti, du bist einfach die Beste. So können wir das Video beginnen. Wer ist die Beste? Schatz, du bist die Beste. Du siehst einfach aus wie eine Mutti, glaubst du mir? Du bist genervt vom Baby, ne? Alter, ich bin fix und fertig. Nicht, dass ich sehe aus, als hätte ich getrunken, aber ich habe einfach nur gestreamt. Unter dem Video habe ich gelesen, viele wollen, dass ich mal live auf die Waage gehe. Ich wundere, ihr hat mein Junge einfach gespielt oder irgendein Blödsinn gemacht. Hier ist die Waage. Ich probiere es so gut wie möglich zu erfassen. Also ich weiß das genaue Gewicht. Ich weiß jetzt nicht, was die Cam noch in der... Also ich weiß schon, was ich wiege. Ich habe mich schon gewogen. Die Cam jetzt, das ziehe ich ab. Ja. Es müssten 129,2 sein. Ich weiß nicht, was die Cam hier, die ich in der Hand halte, wiege. Ja, deswegen, wir gehen auch rauf. Ja, das sind 129,5. Schatz, könntest du mal kurz die Cam halten, damit ich dieses, dass sie sehen, dass ich hier nicht lüge. Nur mein Gewicht, also für mich, aber nicht für meinen Bauch. Ja? Hey. Einmal. Stopp! Sie verarscht mich, warte, warte. Wir müssen neu machen, das ist das Gewicht von dem gerade. Stopp, das ist eine Lüge. Fang neu an. Nee, der ist einprogrammiert jetzt so. Ja, ich fang sofort. Hast du ihn auf dem Arm? Wahrscheinlich. So. Das ist eine Farce! Was dazu genommen? So, ich habe jetzt die Cam in der Hand. Guck mal, mit Cam! Kommst du? Das ist mit Cam! Die Cam biegt doch was! Die, ist, die hat ein Stativ und die Cam ist es selber. Es ist 129,2 gewesen. Alles super, lass ihn so. Ich mache seinen Spielebogen hoch. Das hat er sich bestimmt selber gekratzt mit seinen Fingernägeln. Ja, weil die wachsen relativ schnell und wir schneiden sie ja. So. Ist der Beste. Ist der Beste. So. Ja, du auch. Wir müssen das Problem jetzt nochmal lösen. Wir müssen dieses Problem, was ich hier habe, nochmal irgendwie lösen. Ja? So. Ich stelle die Cam jetzt so hin. Auf dem Boden. Zieh das hoch. Gucken, haben wir hier Sinn. Milo, ich brauche dich als Kameramann. Sieht man nicht. Milo, du hast einen Job. Komm kurz bitte. Du musst hier was festhalten, bitte. Einmal kurz. Ja? So, Papa stellt sich jetzt hier rauf. Und hier kommt gleich ein Gewicht. Du hältst es so, okay? Okay, ich brauche das Gewicht. So? Einmal hoch. Ey, ich fühle da an, es ist besetzt. Ich fühle da an, es ist besetzt. Ich rufe ein drittes Mal an, ja. Es ist besetzt. Ja. Ich rufe vieles Mal an, es ist frei, geht keiner ran. Ja. Fünf Mal, es ist frei, geht keiner ran. Okay. Es war, vor zwei Minuten war es noch besetzt, jetzt geht da keiner mehr ran. Kann ich mich verarschen? Also. Scheiße, Alter. Da habe ich wohl noch weniger. Eine Waage. Ist egal. Es ist vollkommen egal. Eigentlich waren es 129,2. Ich habe jetzt noch. Also. Egal. Wir machen 149,4. So ist es. Punkt. Meine Frau läuft hier nicht jungfrei rum. Okay. Das ist erstmal das Update für jetzt. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Wir wollten schwimmen gehen. Ich werde jetzt gleich ein bisschen schwimmen, ein paar Bahnen, das werde ich auch festhalten. Meine Frau macht ein bisschen Kamera, dies, das. Ich habe letzte Woche 131,5. Hey, also ich stand eben gerade drauf, 129,2, das Ding will mich einfach verarschen. Die Waage will mich schon mein ganzes Leben verarschen, 100%. Ich putze dir jetzt die Zähne, warte. Hast du schon vorgeputzt? Einmal vorputzen, putz vor. Mama!
Mila hat nicht vorgeputzt. Achso. Okay, ich putze. Ist doch okay. Gut, bis gleich. Du hast es gerade selber gesehen. Was stand eben gerade drauf? Was stand gerade auf dieser Waage drauf? 129,2. Ich bin gerade losgesprintet, hat die Cam geholt, sein Gewicht war weg. Es will mich verarschen, das Ding. Ich gehe nochmal eine Runde laufen, dann hast du 129. So, okay. So. Wir tun so, als ich leg die Cam jetzt hier hin. Ihr habt schwarzes Bild. Wir verarschen jetzt diese Waage, okay? Sie weiß nicht, dass ich mich wiege. Sie weiß nicht, dass ich da bin. Deine Aura ist ja wieder. Das merkt sie. Also, du bist mir ehrlich, ob diese 300 Gramm kostet, das kommt jetzt nicht an. Es ist eine Prinzipfrage. Ich hab keine Lust mehr. Gut. Hab keine Lust mehr. Jüdi. Bis ich aus dem Schwimmbad. Mach ich? Können wir machen? Ja, dann gehe ich mit, wie ich ein bisschen cool haben, so gucken und die geht dann zu Zara. Oder? Jetzt? Nein. Ja, Schatz, alles gut. Ich mache jetzt meinen Lemon Shake. Ja? Wenn ich Platz hätte. Ich will jetzt nicht sagen, dass du im Weg bist. Aber irgendwie schon. Lass den Mann arbeiten. Ja, schön. Also. Das sind 300 Gramm. Sieht aus wie Sau, aber ist halt normal. Das sind 300 Gramm, ja? Ja, 280. Mhm. Die spart es an allen Ecken und Kanten. Dann mal kurz, ich zeig den Leuten, wie ich die Limette hier reinpresse. Dass ich nämlich hier raufgeschnitten habe mit Liebe. So was geschubbt hat oder was gezogen? Schubst aber nämlich nicht. Dann presst du hier die schöne Limette rein. Ja? Eigentlich eine halbe, aber da Limette geil ist, nehmen wir eine ganze. Das heißt, ich brauche wieder Limette morgen. Ich habe noch eine. Also übermorgen dann. Okay. Ganz fantastisch, was du da machst. Danke. Ja, dann mach ich mir hier das schnell ab. Bam. Genau so wäschst du ab. 3 Sekunden. Ist sauber. Mhm. Panne getestet. Wir wollen auch die Matte drauf. Ja, ich weiß. So. Ich mach den hier Mixer fertig, ich zeig dir das Endprodukt dann. Das ist wichtig. Danke, ganz stark. Danke, bitte. Jetzt noch ein kleiner Tipp von mir. Ja. Ich mag diesen Schaum hier nicht so. Der schmeckt jetzt auch nicht an. Also ich mag diese Konsistenz nicht. Ja? Ich schüppe mir diesen Schaum immer raus. Der bringt auch Kalorien. Der Schaum. Deswegen machst du ihn weg. Das ist Quatsch. Er mundet mir einfach nicht so. Und den werde ich mir jetzt aber so schön reinballern. Ja. Weil ich habe bis 13 Uhr nichts essen. Deswegen, das ist hier so ja, eine Ausnahme. Aber eigentlich nur was der Cafeteria erlaubt ist. Werde ich mir den schön reinballern. Danke. Wahnsinn. Ja, an der Seite ist das Olympiastadion. Wie nennt man das? Maifeld war das? Maisfeld. Maisfeld? Oder das Mai? Maisfeld. Nee, nicht Maisfeld. Ja, also, die haben, weiß ich auch, also irgendwas haben sie gemacht bei der Geburt. Irgendwas fallen lassen deine Eltern ab und zu mal. Maisfeld, also ein Mais. Kornfeld oder was? Ja, ich glaube ja. Also da ist ein Maiskornfeld. Ja, ich glaube da hinten irgendwo. Ich glaube, das nennt man Maifeld. Da werden manchmal Fußballturniere ausgetragen. Ich habe da früher mal gespielt, da ist nichts mit Mais oder irgendwas. Doch, hast du nicht gesehen. Ja, wir sind im Olympiastadion schwimmen. Und du machst einen klasse Job. Ich geh jetzt schwimmen hier mit den Kleinen. Mal zeigen, weißt du. Bin ich klein. Ja, schön großer. Wie man mal 2 Minuten unter Wasser bleibt, bewusstlos. Ich kann 30 Stunden. Gut. Schatz, zeigst du dich ein bisschen, wie ich dann Bierbahn schwimme, Butterfly und so? Okay.
Spruchwort. Du bist nicht du, wenn du nicht haarig bist. Vorne und hinten, sagst du. Nee, hinten bin ich. Doppelt hält besser. Ist okay, kannst du jetzt mal mich nicht hören? Hör halt auf. Ja, schön. Wir suchen mal. Machst du mir das eine Ansage oder dann kannst du Frage, ich werde mich aufnehmen. Was möchtest du? Ich habe mal eine Frage. Ja. Hast du schon ins Wasser gepinkelt? Nein. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Nein, so, hab ich schon, ich hab's doch nicht. Ja, na, safe. Ich hab wirklich nicht. Weckkarten. Ja, jeder hat weg. Könnte besser aussehen. Wer darf anfangen? Ich. Weiß ich nicht. Warte, es geht so. Ja, los. Süd, Süd. Ja, okay, finde ich klasse. Warum bist du so? Ah, gib mal zwei Karten, bitte. Weil ich kann nicht. Ich kann doch gar nicht so managen. Ey, warum guckst du meine Karten an? So, ja. Ich werde das Ding so verlieren. Warum? Ja, ich komme. Ich war hier auf dem letzten Herbst. Und sehe ich gut aus? Nee. Uno ist ein Spiel, was ich in der nächsten Zukunft einfach nicht mehr spielen werde. In der nächsten Zukunft? In der Willst nächsten? Du, was ist in der nächsten? Soll ich immer gewinnen? Was ist in der nächsten Zukunft? Warte mal. In naher Zukunft heißt das. In nächster Zukunft? In naher Zukunft. Nee, in nächster. Okay, du hast mehrere Zukunft haben. Chat, also Chat. Ich bin so ein Twitch drin. ja, dann sag doch mal bitte, wie es heißt. In naher Zukunft oder in nächster Zukunft? Und die soll man Abstimmung machen, ob du vorhin schon mal gepinkelt hast oder nicht. Ich habe nicht gepinkelt. Kommentare schreiben. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass du schon gemacht hast? Ich habe nicht reingepullert. Doch! Ich hab aber. Gut, ciao. Schatz, ich muss dir was sagen. Und das mache ich jetzt vor laufender Kamera. Essen geht auf mich. Zum Glück hast du nur Kartoffeln bestellt und kein Steak. Also, wir essen jetzt mal. Das ist meins. Silly. Finde ich klasse, dass du einfach wirklich nichts bestellst. Also guten Appetit, Mido. So, Cola Zero ist für mich nicht, dass ich denke, dass mein Sohn Cola trinkt, ne? Also, guten Appetit. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Hab ich guten Appetit davor schon gesagt? Ist egal. Grüße. Grüße gehen raus an euch. Da fange ich mal nicht mit so an. War gerade nach meinem Mittagsschälchen, oh, das ist kein Abseits, nur kurz was gesehen. War ich bei der Orthopädie, hab mein MRT-Ergebnis bekommen, die haben das schon ausgewertet gehabt, sich angeguckt, sieht alles super aus. Haben sie gesagt, dass rein theoretisch der vollen Genesung eigentlich nichts im Wege stehen würde. Und das ist cool. Sollte nichts im Wege stehen, ich habe jetzt, ihr habt gesehen, 29,5, eigentlich 29,2, aber ist ein anderes Thema. Die Waage verarscht mich, aber ist okay. Soll sie machen. Auch trotzdem so 2 Kilo, über 2 Kilo oder waren 2 Kilo abgenommen, glaube ich. Ja, deswegen, ich ziehe weiter durch. Ich werde dann demnächst anfangen, mein Knie wirklich aufzubauen. Ich werde jetzt erstmal damit anfangen, dass ich morgens immer Fahrrad fahre. Ich habe hier so ein Ergometer von 1975, das hat meine Urgroßoma noch genutzt. Ja, das. Und damit werden wir erstmal anfangen. Hat die Orthopädie-Dame auch gesagt, machen Sie das, fahren Sie Fahrrad. Ich sage, okay, mache ich. Ja, und das war's für heute. Heute Abend gibt es noch 2-3 hart gekochte Eier mit Wassermelone. Wassermelone, absoluter Sheet, riecht so lecker. Und Mittwoch ist das Spiel gegen Tasmania. Ich bin gespannt, ich bin da. Und dann machen wir dann mal wieder ein bisschen Ramba-Ede-Ramba-Dezember, a la Panewitz-Art. Ja, und dann quatsche ich da wieder ein bisschen in die Cam rein und zeige euch ein bisschen, was man, wie man Leute nervt. Punkt. Wenn man ein paar Leute interviewen. Ne, Schatz? Mhm. Kommst du mit? Mhm. Siehst du? Sie kommt mit, sie ist meine Kameramann. Frau. Nein, ja. Natürlich kommst du mit. Die kommt mit. Also,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis Mittwoch.